Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der EA Access Reihe. Das erste Spiel gegen die Cowboys steht an. Also jetzt, wir haben ein Psycho-Game. Cowboys vs. Cowboys. So, und zwar, diesmal ist unsere Defense gefordert. Wir dürfen in diesem Quarter nicht mehr als 65 Yards Raumgewinn zulassen. So, und wir haben ja in einer der Spiele davor schon mal gesehen, mit der Defense haben wir hier ein echtes Problem. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie hier diese Aufgabe laufen wird. So, wir stellen unsere Defense ein. Kein Blitz. Dann nehmen wir eine Cover 3 Sky Defense, also eine Zone Coverage. Ich bin ja eigentlich der Blitzer, aber die Option habe ich hier nicht. Erster und 10. Vollständiger Pass. Ein richtig schöner Tackle und es ist ein Fumble. Und meine Cowboys, die das gleiche Trikot anhaben wie die anderen Cowboys. Okay, liebes EA, da sollten wir dran arbeiten. Das ist ein bisschen seltsam. Also, das wird lustig, um hier die Spieler auseinanderhalten zu können. Erster und 10. Die Blauen gegen die Blauen. Natürlich werde ich jetzt versuchen, hier Zeit von der Uhr zu nehmen. Todd Gurley, lauf durch die Mitte. Ich glaube, dass ich hier Vorblocker habe. Es könnten aber auch sein, dass es Defense-Spieler sind. Und Gurley kommt bis an die 26-Yard-Linie. So, sehr schöner Run vom Running Back der Los Angeles Rams. 26-Duo. Wir laufen natürlich weiter. Todd Gurley über die rechte innere Seite. Was ich jetzt nicht mache, ist hier True Clock und solche Späße. Der kommt in die Endzone. Nein, der kommt nicht in die Endzone. Ja, die 55, Leighton Van Der Esch ist ein Verteidiger. First and Goal an der 1-Yard-Linie. Probieren wir doch mal einen Option-Spielzug aus. Und zwar laufen wir mit Gurley. Nein, wir laufen mit Matt Ryan. Und das ging in die Hose. Bin ich jetzt nicht traurig drum, denn wie gesagt, die Uhr läuft weiter. Das ging mir alles sowieso jetzt bisher viel zu schnell hier. Second and Goal, Ball an der 5. Wir müssen ja die Challenge nicht gewinnen. Wir müssen ja einfach nur Zeit von der Uhr nehmen. Aber Gurley kommt in die Endzone. Die Defense der Cowboys ist hier nicht das Problem. So. Touchdown erzielt. Field Goal Try, der ist auch gut. Wir führen mit 7:0, aber das spielt ja keine Rolle. Wichtig ist ja hier, dass die Defense hält. Aber es war interessant eben zu sehen. Ich habe bewusst einen Hit-Stick-Tackle durchgeführt, der auch direkt zum Fumble geführt hat. Also vielleicht scheint das eine gute Methode zu sein hier. Der Kick geht bis in die Endzone der Cowboys, wird retourniert. Oh, Freunde. Elliott bis an die 24-Yard-Linie, der wird dann gestoppt. Die Offense der Cowboys kommt wieder auf das Feld. Wir blitzen mit dem Thunder Smoke. Ich versuche Druck auf die Cowboys Defense, auf Offense auszuüben. Und das ist nicht der nächste Fumble. Da haben die Cowboys Glück, dass sie den Ball selbst erobern können. Ich habe aber auch nicht gesehen, ob einer von meinen Cowboys an dem Ball dran gewesen wäre. 2. und 15. Wieder der Druck auf Prescott. Ein Riesencatch. Amai Cooper, glaube ich war es, wenn ich das richtig gesehen habe. Was für ein Spielzug. 26 Yard Raumgewinn. Der Ball ist an der 50-Yard-Linie. Ich weiß, ich blitze normalerweise immer sehr viel und sehr gerne. Ich schau mal, was haben wir falsch. Wir gehen in eine Cover 9. Ich gehe in eine Passing Defense. Ich möchte hier jetzt großen Raumgewinn verhindern. Erster und 10. Und wieder ein... war der vollständig? Nein, es war ein Incomplete Pass. So, wir gehen in eine Cover 2 Defense hinein. Zeigen Prescott aber nur eine Cover 2. Laufspiel, Elliott. Ball ist an der 41-Yard-Linie. Damit machen die Cowboys wieder Yards gut. Insgesamt haben sie jetzt schon 34, aber 3. und 1 und die Uhr läuft. Die Uhr läuft weiter. So, wir sind in einer Cover 2. Und da falle ich komplett auf diesen Option-Spielzug hinein. Ja, auch das sollte ich mir angewöhnen. Immer auf den Quarterback gehen.
Neuer erster Versuch und 10 für die Cowboys. Der Ball ist an der 33-Yard-Linie. Die Uhr läuft weiter. Das erste Quarter, da geht es ja drum. Wir dürfen in diesem Quarter nicht mehr als 65 Yards kassieren. Ist immer noch am Laufen. Und Elliott kommt nochmal nach vorne. Jetzt haben wir 59 Yards kassiert. Aber die letzten Sekunden tickern hier runter in diesem Quarter. Freunde, das war knapp. Damit haben wir die Challenge gerade eben so geschafft. Also die One-Star-Challenge. Da erwartet uns noch viel Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.